Hallo und willkommen bei The Walking Dead. Ja, wir sind hier am 9. Kapitel der ersten Episode. Und ja, wir haben ja gerade noch eben, also ich eben gerade, ja vielleicht etwas später schon, einen Unfall gehabt bei Glenn, beziehungsweise den Glenn tief getroffen hat. Und jetzt müssen wir diesen Schlüssel mal finden. Damit wir in diesen Raum hier reinkommen. Ich überlege gerade, wo der Schlüssel sein könnte, was es so gibt für Möglichkeiten. Ja. Dazu ist ja. Na, ich glaube, das ist eine Stahltür, die können wir ja mal aufhacken. Fernseher. Mal gucken, was man noch so machen kann in dem anderen Raum hier. In dem gerade war ja nicht so viel. Die wissen auf jeden Fall nicht, wo der Schlüssel ist. Na, fragen wir mal ihn hier. Der taucht als erstes in Welt auf. Nach draußen? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, na, wenn es tot zu ist, können wir ja mal gucken, was so los ist. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Ja, gute Idee. Gerade wenn man nach draußen geht. Ich meine, nach draußen. Wer geht denn da freiwillig raus? Ich meine, haufenweise Zombies. Und noch viel mehr Zombies. Und jetzt müssen wir ganz leise sein. Ah, wir haben Gitter. Passt schon. Zombie-Lärm. Ja, kann ich glauben. Ja, ich hatte die Folge eigentlich schon gedreht, nur ich hab's leider vermasselt. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Ich hab die irgendwie gelöscht. We better keep it down out of here. Bevor ich sie gerendert habe, dann hatte ich die Rohmaterialien nicht mehr und das war schlecht. Aufmachen brauchen wir das glaube ich noch nicht. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay, Fernseher machen Krach. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Ah, mal gucken, wie sehr die Zombies auf Felder geräuscht. I've got a few of them to take notice. Naja, nur ein bisschen, ne? But not enough. Husten rausschneiden. Ja. So, da haben wir dann noch jemanden. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we could make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds.
Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Tja, die Ferne. Und einmal ab. Da ist die Tür auf. Now to distract those things. Carefully. Die Tür noch ein bisschen aufschieben. Na, dass das ohne bemerkt zu werden ging, ist ja auch mal wieder was. So. Dann lass uns mal Sail kaputt machen. Nix hier, Sail. Ja, Patsch. Klirr, Klimper. Lautes Fernsehrauschen. Tausende von Zombies. Jetzt werden die armen Fernseher gefressen. Ja, so, und da können wir jetzt mal eben darüber gehen zu dem Typen hier. So, Lies Bruder. Oh Mann. Keep an eye out, will you? So, fixen wir die Straße hier rüber. Ja, drum angekommen, ohne bemerkt zu werden. Das ist doch gut. Immer noch. Ja, jetzt nicht mehr. Also, so tötet man einen Zombie. Falls die Apokalypse mal ausbricht, etwas haben wir gelernt. Gegen Zombies können wir uns verteidigen. So, als Gamer, ne? Oh Mann. Ja, there we go. Das ist die Schlüssel. Gut geraten, dass er die hatte. Er hätte ja auch verlieren können, so als Zombie. Jetzt drehen sie sich jetzt um, ich soll laufen. Die kriegen mich niemals. Die sind so langsam. So, dazu. Ja. Drinnen wären wir schon mal. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Great. Medikamente für Larry. You're amazing. Let's get in there. So, da gehen wir doch mal eben fixieren. Schließen diese Tür hier auf. Und rein. Letztes Mal ist mir was passiert. Und zwar. Okay, das verrate ich euch nicht. Ich gucke mal, ob man das irgendwie umgehen kann. Aber ich glaube nicht. Oh, ja. No. We gotta hurry. Ich meine nämlich, dass man hier selbst sammeln konnte, aber. Na gut. Habe ich mich getäuscht. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Wir haben alle Zombies, selbst die im Tiefschlaf, so wie die hier, aus dem Schlaf geweckt. Nicht so toll. Okay, der ist Matsch, der steht nicht auf.
Warum ist die Kamera nur auf diesem Zombie? Gibt es eigentlich auch einen weiblichen Zombie? Zombina? Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Schön gegendrücken. Ja. Ja, weg da, Tür zu. Mann. Die Zombies unterbrechen einfach unsere Unterhaltung. Voll fies. Bam, bam. Zwei Headshots mal, voll gut schützen hier. Mann, ich dachte Tür zu. Dass die Zombies nicht hören wollen. Dass sie immer laufen müssen, voll fies. Hat der nächste gesagt, ey, hallo, jetzt soll ich das hier schon alleine machen? So, Tür zu, verdammt Axt. Ah, der hat schon so einiges hier geschützt, ne? So, da. Und rein. Und. Puh. Glück gehabt. Hm. Warum haut. Die kann immer auch auf den Kopf hauen. Oh, slow motion. Und sie und ich in der Mitte. Toll. Jetzt schnell rüber und der helfen. Ja. Let's go! They got Carly. We gotta move. Lass sie in Ruhe. Hallo. Du. Uschia. Was für Problem hat der Kerl denn? Alter. Cool, danke. Okay, um den kümmern wird's immer. Der ist. Verdammt gut, Jutsu. Entspannung von meinen Schultern. War ja knapp. Oh Mann, da liegt die eine auch, die sich hier selbst erschossen hat. Na toll. Meanwhile, inland, Atlanta has been downgraded temporarily to an 8, with attacks and rioting being reported in all precincts. Citizens are currently advised to stay in their homes to move towards the city of Charlotte. Das war vielleicht schon nicht leicht für dich. Dann gehen wir erstmal hier zu Glenn. Hey, Glenn. With uncountable severe emergencies in all counties, Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8. I think I need to go. Columbus. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city.
Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. Nicht viel zu sagen, die zwei. Hm? Schade. Zusammen wäre es leichter gewesen, hier zu überleben. Der kannte sich hier eigentlich echt gut aus. Sehr schade. Da gehen wir mal zu Larry. Hey Kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. You said you wanted kids once. I did, yeah. Well, she's not your daughter, so you can't treat her like she is. Yeah, I know that. But you can take care of her. Hell, maybe better than a father even could. Thanks, Kenny. I got your back, pal. Ach, das ist Kenny, nicht Larry. Ha! Ich war gerade irgendwie woanders mit meinen Gedanken. Ah, hier. Paul. Mal gucken. How you doing, Doug? Wie ist es denn so gehen? Ach, Doug, nicht Paul. Mann, ich kenne die ganzen Namen nicht. Das ist ja peinlich hier. Doug? We couldn't save her, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. It's dumb. But, I mean, it's probably just that survivor thing. I really liked her. She liked you too. Thankfully. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. Ach ja, die zwei Kids. Mal gucken, was so bei denen abgeht. Der schon wieder, ey. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Yeah, she's great. Well, stay the fuck away from her. Or what? Or, everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee? Er droht eine Mörder. Was geht mit dem denn nicht, ey? Hammer. My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you.
hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. Ja, drei Leute, die an einem Strang ziehen. And most importantly, we got light. Oh, the worst place is to call home. Ja, das klingt doch gut. You know, guys, I think it's going to be okay. Ja, wir kriegen alles irgendwie hin. Wir schaukeln das Schiff. Licht am Arsch. Ja, Fortsetzung folgt. Und wie es weitergeht, tja, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und dafür könnt ihr einfach mal auf die Playlist klicken. Falls es die Folge schon gibt, werdet ihr sie dann gleich sehen können. Oder ihr klickt einfach mal auf Abonnieren. Wenn ihr nämlich auf Abonnieren geklickt habt, seht ihr sofort, wenn ich das nächste Video hochladet und ihr könnt es euch gleich anschauen. Wenn ihr wissen wollt, was ich noch so für Projekte habe, klickt doch einfach unten rechts auf mein Profilbild. Dort werdet ihr dann noch andere Projekte sehen. Und zwar kann ich euch schon verraten, es wird ab jetzt ein weiteres Let's Play von mir geben. Welches es ist, verrate ich euch noch nicht. Das seht ihr, sobald ich es hochlade. Also, ich freue mich auf eure Comments. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.